Hallo zusammen. In diesem Clip geht es mal nicht um Börse, An- und Verkauf von Effekten, Derivate, technische Analyse oder sonst was ich so auf YouTube mache. Hier geht es um meinen Urlaub, den ich gemacht habe auf Koh Samui, das hatte ich erwähnt. Und ich war erneut bei einem Kochkurs, nicht nur einmal, sondern ich glaube, ich hatte vier oder fünf, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Und darüber wollte ich berichten, das ist nämlich wichtig. Es gibt über Koh Samui, ich weiß nicht wie 100 Filme, insbesondere über das Nachtleben. Es gibt auch einige über Kochkurse. Der soll auch einer sein, weil ich habe den für mich besten gefunden und das wollte ich wenigstens mal rüberrufen, weil ich weiß, einige von euch haben daran Interesse. Wenn ihr nach Koh Samui fliegt, habt ihr also eine lange, lange Reise hinter euch und dann landet ihr bei diesem putzigen kleinen Flughafen hier. Der erinnert mich immer an das Miniatur-Wunderland. Aber das Gepäck ist vom Flieger in dieser, ja, Abfertigungshalle. Ich würde mal schätzen, innerhalb von 10 Minuten habt ihr euer Gepäck da. Das ist also sensationell, wie schnell das geht. Aber das sind halt kurze Wege, die die da machen müssen. Koh Samui, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Filme. Wenn ihr euch da, wenn ihr gelandet seid und ihr geht dann zu eurer Unterkunft, was auch immer das ist, ja, ob das irgendwas ist von Airbnb, Hostel, Hotel, Wohnung, was auch immer, da gibt es alles zwischen 15 € und 2.000 € die Nacht. Ich will nur Folgendes dazu sagen: Das hier ist die Landebahn, Start- und Landebahn. Und hier ist der Chaweng Beach, der fängt hier an, der geht hier hoch. Wenn ihr hier oben irgendwo seid, das ist nicht nur laut durch das Nachtleben, und glaubt es mir, das ist laut, sondern das sind halt auch die Flieger, die starten und landen. Also, ich habe mich bewusst hier unten angesiedelt, in diesem Sheraton Hotel, da war ich letztes Jahr, da war ich dieses Jahr, da gehe ich auch das nächste und das übernächste Jahr wieder hin. Weil das liegt genau zwischen diesen Metropolen, nennen wir es mal so, Chaweng und unten drunter Lamai, liegt genau in der Mitte, aber es ist wirklich angenehm ruhig. Das Essen ist toll, die Leute sind toll und Thailand ist das Land des Lächelns und das muss man wirklich sagen, egal ob die einzeln auftreten, ja, so wie hier, das ist die Strandbar von dem Hotel oder hier, das ist dann das Frühstückszimmer, sagen wir es mal so, oder Frühstückssaal. Egal, ob die einzeln auftreten oder als Rudel, das ist sensationell, wie freundlich sie sind. Das macht so einen Spaß. Also ich habe da jeden Tag meinen Spaß gehabt. Ich war immer nur am Lachen, immer nur am Grinsen. Es ist sehr, sehr schön. Dieses Hotel hat auch einen sehr schönen Strand. Und er ist auch recht ruhig. Und deswegen, ich fühle mich da sehr wohl. Es geht hier nicht ums Hotel, sondern es geht um Kochen. Aber ich wollte nur mal kurz ein paar Eindrücke schildern. Und eins muss ich noch sagen. Vergesst es mit dem Auto mieten. Ihr kriegt vielleicht einen Parkplatz bei eurem Hotel, aber wenn ihr dann in die eben genannten Metropolen reinfällt, da zu parken, das ist aussichtslos. Nehmt einen Roller. Für den Roller braucht ihr einen internationalen Führerschein. Ihr kriegt es vielleicht auch so, aber wenn ihr angehalten werdet, gibt es ein Ticket dafür. Also den müsst ihr mitnehmen, solltet ihr den mitnehmen. Und ich habe auch Handschuhe getragen, so leichte Sommer-Motorradhandschuhe. Ich fahre jetzt seit. Ich glaube, seit 43 Jahren fahre ich motorisiertes Zweirad. Ich kenne mich damit gut aus. Die fahren dann alle links. Ist nicht unbedingt einfach. Und nehmt einen Helm. Lasst euch nicht sagen, du, hier fahren die alle ohne Helm. Jeden Tag habe ich das da gesehen, dass da irgendwelche Touristen von der Straße gekratzt wurden, weil die links mit rechts verwechselt haben. Und dann hatten sie keinen Helm auf. Nehmt einen Helm. So ein Roller, der kostet zwischen 5 und 10 €, je nachdem, wie groß der ist. Aber ihr werdet um Roller nicht drum rumkommen. Die kann man da fast an jeder Ecke mieten. So, und jetzt fange ich mal mit dem Eigentlichen an, mit dem Kochen. Das hier ist die Kochschule. Findet ihr auch über Google Infusionscooking Koh Samui, aber das ist de-infusionscookingclass, hier nochmal mit e, samui.com. Stephanie und Pedam leiten das. Stephanie ist Französin, spricht Französisch natürlich und fließend Englisch und auch ein sehr nettes Deutsch. Also von daher ist gar kein Problem. Die Seite gibt es auf Englisch, Deutsch, Französisch. Und auch auf Thailändisch. Pedam spricht auch etwas Englisch, aber eher gebrochen. Ihr könnt verschiedene Arten von Kursen machen. Fünfstündige Kurse, dreistündige Kurse, das könnt ihr euch aussuchen. Ich habe Stephanie deswegen gewählt, es gibt viele Kochkurse auf Koh Samui. Manche sind auch im Dschungel. Ähnlich wie bei mir bei den Webinaren, wo ich vorher so eine Anamnese mache, stelle ich fest, dann habe ich vielleicht einen semi-professionellen Schüler und einen Anfänger, die kann ich nicht in einen Kurs packen. Die müssen alle das gleiche Niveau haben. Hier war es so, sie macht keine großen Kurse, sondern wenn nur kleine, so 3 bis 4 Leute. Und ich habe sie mir die beiden gebucht für mich alleine. Meine Skills waren gut, jetzt schon, bevor ich da hingegangen bin. Ich hatte Kochkurse in Deutschland, auf thailändischer Küche.
Auch in Bangkok, war letztes Jahr Koh Samui schon im Kurs. Aber jetzt habe ich halt zwei Lehrerinnen gehabt für mich. Also ich habe da das absolut Maximum rausgeholt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich hatte vier Kurse. Dann gibt es natürlich, das gibt es auch für Profis. So, und dann kann man vorher schon, kann man sich aussuchen, was möchte ich denn überhaupt kochen? Und dann seht ihr hier dementsprechend die Fotos, was auch immer man da machen kann oder will, von Vorspeisen über Fleisch und Fisch, Salate, also gibt es alles Mögliche. Mal gucken, ob ich hier die finde, die ich gemacht habe. Nee, aber da gehe ich ja sowieso gleich nochmal drauf ein. Aber es ist eine Menge. Und da kann man sich das genau aussuchen und dementsprechend dann da vorher einreichen. Das und das möchte ich gerne machen. Wenn man den Kurs fertig hat, kann man, oder vielmehr bekommt man, diese Bücher. Das sind nochmal 200 Rezepte. Da muss man nichts für zahlen. Das bekommt man dann. Und dann sieht man, was ist da alles drin. Ja, das geht über vegan und Vorspeisen, Wokgerichte, Curries. Das alles, ich habe die also auch alle. Und es ist ein sehr gutes Deutsch, also wenn sie auf Deutsch gesehen, aber natürlich auch ein sehr gutes Englisch. Aber so läuft die Geschichte. Es gibt mit Sicherheit billigere Kurse, ja. Aber nochmal, wenn ich im Dschungel sitze, ja, dann schwitze ich schon genug. Da ist es ein klimatisierter Raum, es ist klein, es macht einen Heidenspaß mit den beiden, es ist absolut alles vorhanden und ist für Anfänger genauso geeignet wie für Fortgeschrittene. Wenn man sich dann für verschiedene Rezepte entschieden hat, und hat das auch mit Stefanie vorher abgesprochen, dann geht man zum Markt. Also ich spreche das oder ich habe das vorher abgesprochen, dann kam bei einem Gericht zurück, ist dann das ein rohes Gampi, willst du das wirklich? Ich wollte das so. Also die schaut dann schon drauf, was man dann so bestellt. Da geht man zum Markt und da gibt es also auch verschiedene Dinge, die kriegt man nicht so ohne weiteres. Also Bananenblätter kriege ich, das gibt es sogar in der Metro. Aber zum Beispiel Blätter vom Pfefferbaum, das ist nicht so einfach. Ja, aber hier gibt es ganz viele tolle Sachen, was man da alles sehen kann. Diese hier sehr groß aufgenommen, Freunde, die sind so groß wie ein Daumennagel. Ist das nicht? Ja, das sind so kleine Auberginen, wirklich lecker, ganz toll. Habe ich jetzt hier so auch noch nicht gesehen. Aber in einem sehr gut sortierten asiatischen Handel dürfte es die geben. Das mischt man dann alles zusammen, je nachdem, was man braucht. So, dann kriegt man natürlich die verschiedenen Fische, Krebse, Langusten und die kosten da also nur einen Bruchteil dessen, was man hier zahlt. Das zum Beispiel ist eine Frucht, ich habe es jetzt noch nicht gesehen in Deutschland. Das sieht aus wie so eine verrunzelte Gurke. Wenn man die dann innen drin ausnimmt und dann rausschneidet, kann man die zur Garnierung benutzen. Man kann sie aber auch essen. Das ist das Bitterste, was ich seit langem gegessen habe. Aber in Verbindung mit anderen Zutaten, wie zum Beispiel Fischsoße oder Chili-Pulver, schmeckt das ganz anders. Das ist also richtig gut. Ja, die habe ich nicht probiert. Soll aber auch recht bitter sein. Habe ich aber in Deutschland auch noch nicht gesehen. Also man macht dann erstmal so einen Rundumgang durch den Markt und bekommt dann nochmal eine richtig schöne Warenkunde, bevor es dann in die Kochschule geht zum eigentlichen Kochen. So, dann gehe ich mal mit euch in die Kochschule. Das ist alles schön klein, sehr sauber, sehr ordentlich, alles unklimatisiert. Das ist ganz wichtig. Die Arbeitsplatte, hinten bereiten die Damen was vor. Und das sind jetzt also wir drei, Stephanie und Pedam. Und dieses Zeichen hier, das ist nicht irgendwie pinke pinke, sondern das muss ich auch lernen, das ist das Mini-Heart. Ja, also statt das mit zwei Händen zu machen, machen die das mit zwei Fingern. Fand ich total süß. Das hier ist zum Beispiel die Herstellung von gelbem Curry. Das fängt ganz easy an mit ein paar kleinen Körnern von Pfeffer, Kurkuma oder Koriander. Ja, und dann kommen immer mehr Zutaten hinzu. Schalotten, Knoblauch, Fischsoße und so weiter. Und man muss dann stampfen, 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 mörsern, 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 bis es so aussieht. Dann ist es aber immer noch nicht fertig. Aber das ist jetzt schon mal, das erkenne sogar ich als Farbenblinder, das ist gelb. Dann haben wir Kokosraspel. Der wird dann erhitzt oder so leicht golden angebraten, kommt dann dazu und hinterher Creme, Kokoscreme, keine Milch, sondern Creme, die ist dicker. Und dann sieht die ganze Geschichte, nachdem man es garniert hat mit Limonenblättern, die man wirklich hauchdünn geschnitten hat, sieht die ganze Geschichte so aus. Und das kann man dann zu was auch immer essen. Wir hatten das mit Fisch, mit Scampi. So, und jetzt will ich euch mal ein paar Sachen zeigen, die wir da gebastelt haben.
Das hier ist Hühnchen aus der Oberkeule. Das wird mariniert vorher in einer Chili-Limonsoße, auch ein bisschen Fischsoße dazu. Palmzucker ist dabei und das muss man dann auch sehr schnell rühren, weil sonst brennt es an. Und dann garniert man das dann noch mit Limonengras, hier auch mit Limonenblättern, kleingeschnitten, das sind die hier, Schalotten, wenn man will, Nüsse. Und das sieht dann so aus und wenn man das dann drapiert, hier zum Beispiel mit Gurken, kann das dann so aussehen. Kommt nochmal Pfefferminz drüber, ein bisschen, hier sind jetzt die Nüsse noch dabei. Ach, das war super, super lecker. Ja, das ist also richtig gut. Das hier sind marinierte Scampi mit Orangen. Wir haben es auch mal mit Mandarinen ausprobiert. Das kommt aber nicht so gut. Mit Orangen, Chilis und das ist Mango. Auch, ja, bei uns nehmen sie Petersilie, da nehmen sie halt Minze. Da sind dann auch noch Zwiebeln dabei, in diesem Fall rote Zwiebeln. Auch sehr, sehr gut. Gilt als Salat, ja. Dann haben wir hier, das war die Geschichte, die ich schon angesprochen habe, das sind die rohen Scampi mit einer recht scharfen Soße. Und das ist diese bittere, ich nenne es jetzt mal Gurke. Wenn man davon so ein Stück isst, dann dacht man, oh, das muss nicht sein. Ja? Aber wenn man das dann mischt mit den Scampi, mit dem Knoblauch, hier unten drunter ist Kraut, und mit der Soße schmeckt man die Bitterkeit nicht mehr raus. Hier kommen auch lauter kleine Chilis rein, aber das macht man natürlich, wie man will. Es geht nicht darum, dass Thai-Essen automatisch scharf ist, das ist nicht der Fall. Das ist genauso wie Südindisch, das ist auch nicht scharf. Das ist sehr, sagen wir mal, facettenreich, nennen wir es mal so. Dann haben wir hier als nächstes, das ist süße Spare Ribs, das sind Schweine-Spare Ribs, aber nicht so die, die man so bekommt im Supermarkt, sondern nochmal in der Hälfte nochmal durchgeschnitten. Ja? Die sind nicht ungefähr 6 oder 7 oder 8 cm, sagen wir mal 8 cm lang, sondern nur so 4 cm. Dauert relativ lang, ist es super einfach. Das ist ein bisschen Palmzucker dazu und die werden angebraten, dann kommt Palmzucker dazu, dann kommen Zwiebeln dazu und dann lässt man das 45 Minuten schmoren. Da kann man dementsprechend noch dazu machen, was man will. Aber wirklich lecker. Das hier, das ist auch einer meiner Lieblinge. Mariniertes Scampi mit Thai-Basilikum. Auch hier sind wieder überall kleine Fäden von den Limonenblättern, Zwiebeln, Knoblauch, Nüsse. Sehr, sehr schmackhaft, muss ich sagen. Richtig, richtig lecker. Dann kommen wir zu dem, das nennt sich Crying Tiger. Das ist also in diesem Fall Rumpsteak und das tunkt man dann hier rein. Ihr seht, was hier alles drin ist. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ihr steht da 2 Stunden in der Küche. Überhaupt nicht. Wenn ihr die Sachen habt, ein bisschen schnibbeln und mit dem Schnibbeln werdet ihr schneller, dann ist das eine Geschichte von vielleicht 15 Minuten und dann habt ihr so ein Essen auf dem Tisch. Hier kommt jetzt das, was ihr am liebsten mochte. Und das ist eine Vorbereitung für eine Soße, für das nächste Bild, auch hier wieder Nüsse. Und guck mal, wo sind sie denn jetzt? Ich finde die jetzt so schlecht. Das sind hier, da Limonen mit dem Fleisch und der vorher gereinigten Haut. Ja, Nüsse, Frühlingszwiebeln, Ingwer. Also da ist alles Mögliche drin. Und das wird dann geschüttet auf ein Pfefferblatt. Dieses hier ist gebackener Fisch, wobei sich sowas wie Red Snapper oder sowas anbietet. Das kriegt man hier auch. Also der wird vorher in Mehl gewendet und dann wird er goldbraun gebraten oder frittiert. Und dann macht man das auf das Pfefferblatt und garniert es mit dieser eben gezeigten Soße. Hier sieht man nochmal deutlicher die Limonen, die Chilis, den Ingwer. Weltklasse. Und mit dem Bild höre ich auch auf. Also mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Wie gesagt, meine Skills waren vorher schon recht gut, aber die sind jetzt deutlich höher. Ich habe tatsächlich bei den ganzen Rezepten, ich habe relativ viel Austernsoße immer benutzt früher. Kein einziges Mal Sojasoße, kein einziges Mal. Das war nur Fischsoße. Durch die Fischsoße regulieren die den Salzgehalt. Und da kommt, hier wird nichts gesalzen oder so, zusätzlich gesalzen. Also ich habe es nicht gesehen. Also es ist ein wunderbarer Kurs gewesen. Ich stelle unter YouTube auch nochmal den Link. Könnt ihr mal reingehen, könnt euch das anschauen, wenn ihr in der Gegend seid. Ihr solltet das ein paar Wochen vorher buchen, aber das ist echt ein absoluter Traum. Tja, guten Appetit. Bye, bye.